Und somit herzlich willkommen zur nächsten Mod-Vorstellung hier bei den Mod-Contest 2013. Jetzt schauen wir uns den New Holland T7 210 an. Das Ganze wird bedankt an einen gewissen BJR Modding Raider von mir aus. Und ja, das Ganze kostet 100.000 Euro in der Anschaffung, 50 Euro Unterhaltskosten pro Tag. Das ganze Baby hat eine PS-Leistung von 210 PS und wiegt insgesamt 7 Tonnen. Ja, dieser Trecker ist nützlich für alle Bodenbearbeitungen, aber auch für den Transport mit einem Komfort. Ja, 3D-Modell bei Mario Mi 86, Texturen das gleiche und noch Pity Muss. Das Ganze noch bei Skripts, könnt ihr euch alles selber durchlesen, weil ich soll das ja nämlich vorlesen. Modell und Textur. Ich muss sagen, das ist leider eine, ja, ich sag mal eine wirklich einzige Enttäuschung, wo der Mod wirklich ein bisschen reinkackt, aber aufs Übelste. Wir sehen jetzt hier, das New Holland ist leider schon arg verschwommen, beziehungsweise wo Pixel, das wäre ja noch so in Ordnung, aber wenn ich dann hier mir den Motor angucke, beziehungsweise das Bild, was den Motor darstellen soll, Huli, 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 huli. Gerade hier auch die Front, die Lichter, das ist alles nur texturiert. Also das ist nicht modelliert, das ist einfach nur eine Textur. Der Auspuff hier, ja, dann haben wir hier wieder den Motor. Die Reifen sehen, wie gesagt, soweit in Ordnung aus. Das Heck ist soweit auch noch in Ordnung. Die größte Schande, oder beziehungsweise das größte Manko, ist wirklich diese Textur hier drin. Aua! Was habt ihr euch denn hierbei gedacht? Das ist ja gestreckt und verpixelt, sondern dergleichen. Leute, nee, nee, Leute, das, nee. Nee, also wirklich eine reinste Enttäuschung, was die Texturen angeht. Das Modell an sich ist okay, aber die Texturqualität gerade hier drinnen, sorry, Leute, also das ist nicht für einen Mod-Contest geeignet, meine Meinung. Deswegen gibt es für Modell und Textur auch nur 2 von 5 Sternen. Kommen wir mal zu den Funktionen. Rundumleuchten über Position 1. Selbst hier die Rundumleuchten, das ist eine Textur drauf. Normales Fahrtlicht über die Taste F. Dann vorderes Arbeitslicht gibt es anscheinend. Klar gibt es. Und zwar über die Taste Num 4. Hinteres Arbeitslicht über die Taste Num Nummer 6. Das passt soweit alles. Taste Num 7. Falten Sie den Lift. Auf jeden Fall eine sehr schöne Übersetzung. Vorne die Steuerkonsole aufklappen bzw. zuklappen. Mit der Taste Numpad Nummer 9 Niederdruckrädern. Drücke ich da immer drauf, haben wir dann so eine Art Ballonreifen. Dann sieht die dünnen Rädern, da haben wir hier Pflegebereifen. Nochmal sieht den Stadtpartnerschaften, da haben wir hier die Doppelbereifung vorne und hinten. Und nochmal haben wir dann nur die hintersten Reifen als Doppelbereifung. Weiter geht's mit sie die Räder regelmäßig. Und ich denke mal, das ist dann wieder das ganz Normale. Ja gut, warum nicht? Gucken wir uns einfach mal die Fahrphysik an. Motorsound ist soweit in Ordnung, gibt es nichts zu meckern. Die Beschleunigung ist soweit auch okay. Das Fahrverhalten wiederum von den New Holland ist wiederum geil. Also man muss wirklich sagen, man kann in die Kurve reingehen und der will nicht umkippen, sondern der bleibt wirklich in der Spur. Das muss man ihn wirklich zugute halten. Ja, aber das wirklich das größte Manko ist das Modell und die Textur so an sich. Deswegen gibt es hier auch für Funktionalität 4 von 5 Sternen. Kommen wir mal zum Lok. Trotz all dem ist der Lok fehlerfrei. Von den Holland keine Fehler, nichts. Wunderbare Sache, somit gibt es auch für Lokfehlerfreiheit. 5 von 5 Sternen. Persönliche Meinung. Ach, man könnte sich eigentlich in den Arsch speisen. Ja, man muss man wirklich mal so sagen. Man müsste sich wirklich so in den Arsch speisen. An sich ist das wirklich ein schöner New Holland. Aber die Texturen, das Modell an sich, das... Also damit hat man sich wirklich keinen Gefallen getan. Gerade hier im Innenbereich. Ja, das tut ja einen in der Seele weh. Deswegen gibt es auch für persönliche Meinung, weil hier sehr großes Potenzial verschwendet worden ist, auch nur 3 von 5 Sternen. Und damit kommen wir auf ein Gesamtergebnis von 14 von 20 Punkten. Das Ganze durch 4 ist 3,5, also eine Gesamtbewertung von 3,5 von 5 Sternen. In dem Sinne wollt ihr euch den Mod downloaden, Link da in der Beschreibung, den Modder, ja, eine Bewertung verpassen. In dem Sinne, danke fürs Zuschauen, danke für den Mod, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann, Leute, haut rein, tschüss!